Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir stürmen uns in die Abenteuer von Batman. Vorne vorweg schon mal, ist kein Blind LP. Ich habe das, ich glaube, so ein halbes Jahr nach Release schon einmal gespielt. Seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen. Leider habe ich die anderen Spiele der Batman-Reihe noch nicht gespielt, deswegen machen wir uns jetzt an die Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition und stürzen uns ins Abenteuer. Neues Spiel. Jawohl. Untertitel, brauchen wir die? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe das Problem bei Untertiteln. Ich werde dann zu sehr davon abgelenkt. Selbst wenn es Deutsch ist. Normal. Automatisches Speichern. Jo, das kennen wir ja. Gotham braucht uns. Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpy. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich. Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Lobby der Intensivbehandlung. Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren Ausbruch verliere ich die Unterstützung bei meiner Bürgermeisterkampagne. Keine Angst, Anstaltsleiter. Ich habe heute jede verfügbare Wache eingesetzt, Sir. Ich hoffe. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ein neuer Papier in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal muss den Bereich verlassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Ja, ich liebe diesen alten Batman und den alten Joker. Der Tunnel ist voll. Scan-Prozess starten. Scan wird initialisiert. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, Lou, sag's mir. Batarangs?
Bad Claws? Bad Snakes? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus! Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich da ein Krokodil? Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Bleiben Sie hinter mir! Gut. Ich fasse das nicht. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot, du entkommst mir niemals. Dass daraus das beste psychiatrische Entwicklungs- und Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Auf einer kleinen Insel an der Kostenwege liegen. Joker! Bin gleich bei dir, Boss. Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Ich will das Feeling nicht zerstören, aber... Shit, das kann ich nicht hier einstellen, oder? Nevermind. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Noch einer? Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war es wohl einer der Wachen. Croc, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Ist das der aus? Er sieht wütend aus. Was macht es? Suicide Squad. Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Stelle. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier ein raus. Ein Spiel zur Fort hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiß dich in Stücke. Esst alle Knochen. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in uns... Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an.
Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht? Es wird abgeraten, sich ihm zu nähern. Unser Gast ist angekommen. Die unteren Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha-Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Was soll diese Firmen? Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Fans. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieren ihn, John! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause! Komm rein! Willkommen im Irrenhaus, Batman! Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen! Jetzt lass die Party beginnen! Okay, das Kampfsystem. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung Ihres gewohnten Programms. Bis vor ein paar Sekunden wollte ich jeden in diesem Raum töten und wir dann Kampf uns ansehen. Aber dann... Naja, Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames Publikum bin. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Konter, okay. Nein, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss auf ihn. Oh, das war... Au, das wird wehtun. Da und nee, der liegt nicht. Ja, das klappt soweit, ja. Nee, das ist aus dem Boden. Okay, alles on the fly. Erledigen. Bisschen gespammt. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Bats. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Hier geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze, wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig! Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Commissioner James Gordon. Okay, also... Joker ist nicht gefangen im Arkham, wir sind gefangen mit Joker hier drin.
Und ich muss was umstellen, weil das läuft nicht. Okidoki, wir machen einen kleinen Cut, dann stelle ich hier V-Sync ein oder aus und so weiter und wir sehen uns dann wieder.